So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, die direkt mal mit dem Hustenanfall anfängt. Oh, da unten ist so ein Ding. Wir merken uns mal die großen Fische, die wir da gerade sehen. Ich muss mich mal ein bisschen lauter machen, ich höre mich nicht. Ich weiß nicht warum, so. Die Mods sind ausgebaut wie angekündigt. Wir haben 40 neue Mods. Wir stehen jetzt auf über 100, ich glaube 104 oder 105. Aber das sind da... Ich wollte die mal eben zeigen, weil ich sie gerade gesehen habe von oben. Wir haben hier seit neuestem immer tote Fische rumschwimmen. Das liegt an denen. Pass mal auf, ich kann mal was probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Kommt er mir jetzt nach? Wenn ich die attackiere... Meist springen sie hinterher. Oh, die können wir so erledigen. Das ist ja geil. Weil normalerweise, es kann passieren, dass die dir mal eben hinterher springen aus dem Wasser und haften sich an dir fest. Ist jetzt nicht gerade das Schönste, aber es ist lustig. Ist bei den Tests direkt aufgefallen. Ich habe mich so dermaßen erschrocken. Wäre natürlich jetzt besser gewesen, gebe ich zu. Wir haben ohne Ende neue Kreaturen drin. Also ganz, ganz viele. Ich möchte es gar nicht aufzählen, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Wir haben Kobolde, glaube ich, drin. Dann haben wir da hinten den, ich weiß nicht, ob ich den letztes Mal schon gezeigt hatte. Für die, die es nicht gesehen haben, wenn du auf die zugehst und die dich mitbekommen, haben die dich sofort ganz lieb. Ich möchte die eigentlich nicht abschlachten, aber sie attackieren dich permanent. Ich nenne sie Tweety mittlerweile, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen dem Zitronengelb. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich habe so ein bisschen rumexperimentiert hier, das sieht man auch unten. Warte mal, wir gehen gleich erstmal wieder in den Dingens. Warte mal, ich habe noch was zu essen hier. Dann können wir nämlich noch was ausprobieren. Hier sehen wir, was da zusammenkommt. Roel, das die Copper Coin, das verlieren die gelben Dinger, die Vögel. Was das? Strapped Eel? Ach, das sind die. Striped Eel. Haben wir was zu essen mit? Haben wir noch was? Dann können wir nämlich in dem Mod eben bleiben, in dem Modus. Bevor wir dann wieder auf friedlich gehen... Damit wir ein bisschen bauen können. Da haben wir noch was. Dann hauen wir uns die mal eben weg. Ich würde gerne warten, dass es dunkel wird. Vielleicht spawnt ja hier draußen was. Wie gesagt, Kobolde, die sind drin. Wir haben Drachen mit drin. Aber ich weiß nicht, wann wir welche sehen und ob wir überhaupt welche sehen. Aber die sollten eigentlich irgendwann auch mal hier spawnen. Also keine Ender Dragons. Hier ist so viel zugekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, das zu erklären. Wir können ja mal hier durchgehen. Wir haben die Twix neu. Ich rede gerade, dass wenn ich hier was, ne, verkaufen will. Ne, auf jeden Fall dann haben wir, die Twix sind neu. Die Patty's More Stuff, das ist so viel. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Guck mal hier. Iron Furnace. Gold. Können wir unseren Ofen umbauen? Wie haben wir denn Rezepte dazu? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Bob Iron und ein Ofen in der Mitte. Gut, können wir nachher mal probieren. Wir haben die noch. Noch genug Eisen. Dann Chocolate Cake. Patty's More Stuff. Alles bei aus der einen Mod. Das ist Wahnsinn, wie viel das ist. Unglaublich. Und vor allen Dingen auch schöne Sachen bei. Was ist das hier? Wolfen's Gate. Oh. Oho. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Wir haben auch jetzt viel, viel mehr Zäune. Ach du Scheiße. Black Concrete, was brauchen wir? Schwarzer Beton. Wie macht man schwarzen Beton? Haben wir kein Rezept für. Super. Bewege Items. Okay. Auch Patty. Es wird langsam dunkel im Hintergrund, sehe ich gerade. Also da können wir schon eine Menge mit anfangen. Glowstone, wie machen wir die? Ja klar, Leuchtstein und gelber Farbstoff. Aber da gab es auch noch anderes. Ein Blender. Mhm. Gray Backpack. Ah, die habe ich gesucht. Die hatte ich in einer anderen Dingens drin. Redstone-Truhe, Eichenholz-Truhe, ja, sehr schön. Fäden und Wolle und dann eine Kiste in der Mitte. Die sehen auch wesentlich besser aus als die, die wir benutzen. Apfel-Slushy, Brown Backpack, Fruit Salad. Oh, guck mal, Messer und ein Knife. Wie macht man denn Knife? Ah, gut. Gut zu wissen.
Ah, da werden wir alles so nach und nach umexperimentieren mit. Ich hoffe auch, dass wir noch andere Baumaterialien bekommen. Was haben wir hier? Da sind doch die Kobolds. Iron Sword, verzaubertes Buch. Wie macht man das Schwert? Kobold Iron. Müssen wir auch noch rausfinden. Okay, ich habe keine Ahnung. Können wir hier spawnen? Wie können wir? Die kann man gar nicht selber herstellen, ne? Nein. Es gibt eine Essenz. Okay. So, mal gucken, ob hier was spawnt. Ah, ich glaube hier in der Umgebung nicht. Das wird zu hell sein hier. Ich habe übrigens einen neuen Musikplayer. Also ab und zu fiept oder quietscht das mal ganz leise. Es ist nervig, wenn es jetzt eine ganze Zeit gehen würde. Es ist aber immer nur ganz kurz. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden demnächst auch mal wieder eine Reise machen. Heute werden wir uns mehr mit der Innenausstattung hier befassen. Wir müssen es endlich machen. Ich will es fertig kriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Wir gehen erstmal pennen. Ach so, ich habe hier oben... Ich weiß nicht... Ah, wir gehen erstmal pennen, man sieht es nicht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie hier wird nicht spawnen, weil es einfach zu hell ist. Thank you for downloading Patty's More Stuff. Haben wir gerne gemacht. Huch. Alter. Da oben so ein bisschen, ich glaube, das hatte ich letztes Mal gesagt, das hatte ich wegterraformt. Das jetzt viel zu weit runter gemacht, mehr als ich wollte. Was ist das da hinten, Zombies? Die Creeper, wir haben eine andere Bewegung für die Creeper drin. Das sollte eigentlich für alle Mobs sein, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich mach mal das Gepfeife hier so ein bisschen leiser. Obwohl, nee, da mach ich es zu leise hinterher. Ich lass mal, wie es ist. Was ist das? Ach, das ist Skelett. Naja, wie gesagt, wir werden die neuen Mobs auf jeden Fall noch sehen. Spätestens, wenn wir unsere Reise machen. Ich sehe hier gerade auch nichts rumlaufen, außer die gelben. Wie gesagt, es gibt jetzt auch Drachen. Es sind 200 Mobs, die drin sind. Das weiß ich. Also ich habe die Zahl noch im Kopf. So, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Machen das mal leer eben. Obwohl, die können wir eigentlich... Ach, wir können mal... Ich habe natürlich, während ich hier rum experimentiert habe... Ich zeig's mal lieber, bevor man, ne... Wir hatten ja eine Karotte gefunden. Oder Karotten, Mehrzahl. Ich habe die Karotten mal geerntet. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Level-System auf sich hat. Wir haben noch 9 Weizenkörner. Wir müssen mal eben das hier wieder vollpflanzen. Wir brauchen die Körner. Wird immer noch nicht reichen. Ne, einer fehlt. Schwupps. So, ich habe die Karotten natürlich zwischenzeitlich, während ich hier rumexperimentiert habe, auch mal geerntet. Und wir haben jetzt 2 Felder. Sind die schon ausgewachsen? Dann können wir nämlich eigentlich neue pflanzen. Erstmal wieder, dass wir das Feld hier vollkriegen. Warte mal da. Schwupps. So. Auf jeden Fall werden jetzt wieder regelmäßig Folgen kommen. Erscheinen, wie auch immer. Oh, die Felder sind so ungewohnt groß für mich noch. Ja, 2 Stück brauchen wir noch. Die nehmen wir uns mal eben mit. Wir haben 4. So, dann haben wir hier die. Die habe ich auch mal abgeerntet. Hier wird es Probleme geben. Da siehst du, wir müssen hier irgendwie zusehen, dass wir irgendwie an die hinteren kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Guck mal, da haben wir gleich einen Zombie hier stehen. Also es ist so ein bisschen nervig auf Dauer. Ist aber nur bei den Berries. Ich nehme die mal alle raus eben. Du kannst echt hier drin sterben, sehe ich gerade. Also hier muss uns was einfallen. Definitiv. Ich gehe mal eben raus. Oha, das ist nicht gut. Machen wir mal eben die Karotte rein. Pass auf, wir machen Folgendes.
wir nehmen jede zweite Reihe raus. Das ist das Einzige, was wir hier machen können, und pflanzen die neu an in jeder zweiten Reihe. Ja, ist richtig. Weil das geht nicht. So. Jetzt haben wir uns eben noch ein paar davon weg. Also da ist so ein bisschen, da brauchen wir mehr Felder von, fürchte ich. Den nehmen wir mal weg. So, pass auf. Dann machen wir die mal eben hier hoch. Hier die, die Zwiebeln nehmen wir auch erstmal. Und pflanzen da auch wieder welche. Also das ist so das Prinzip, aber das sollte klar... Oh! Aber das Prinzip sollte eigentlich klar sein. Erstmal alles vollpflanzen, bevor wir dann verzehren. So, dann gehen wir mal eben hier hin. Hier haben wir die Kartoschkas. Die sind noch nicht gewachsen, nicht alle. Aber auch hier gibt es wieder reichlich von. So, dann... was wollten wir jetzt mal? Achso, die Innenausstattung. Wir fangen mit der Innenausstattung an heute. Also heute werde ich, glaube ich, nicht allzu viel aufnehmen. Es ist Samstag. Ich wollte heute Abend mal wieder streamen. Das Modpack da mal ein bisschen ausgiebig durchtesten. Ich denke mal, ich werde den Stream hochladen hier. Dass man da auch mal ein bisschen mehr sieht, was wir hier nicht schaffen zeitlich. Aber pass auf, ich mache mal eben ganz kurz auf Peaceful. Peaceful. So, und dann suchen wir erstmal Sachen, die wir brauchen. Erstmal machen wir das leer hier. Achso, das könnten wir eigentlich... Eine scharfe Klaue. Okay. Mal gucken, was man damit machen kann. Das nehmen wir mit. Das lassen wir erstmal hier. Ich werde morgen offscreen anfangen, die Kisten zu sortieren. Da kam ich auch noch nicht zu. Achso, den El nehmen wir auch mit. Den lassen wir hier. Ich glaube, auf die One Probe und so bin ich ja in dem Dingens-Video schon drauf eingegangen. Brote. Ich hätte gerne, warte mal, haben wir, ich glaube, habe ich jetzt alles rübergeholt? Muss mal was schauen, haben wir hier gar nichts mehr stehen jetzt? Wir brauchen, das ist eine Workbench, die lassen wir erstmal hier, das ist schon mal interessant zu wissen. Dann, warte mal, ich hole mal das Mikro ein bisschen näher. Dann werden wir mal eben ein bisschen Holz holen. Eiche reicht. Ja, wir nehmen auch ein bisschen Birke mit. Eiche. Ja, ich würde hier im Haus selber gerne mit Eiche bauen. Dann brauchen wir Eisenklumpen. Wo habe ich eigentlich unser Eisenvorrat versteckt? Wo versteckt sich unser Eisenvorrat? Wir haben da ein bisschen mehr von vom Terraforming. Das fällt mir gerade so ein. Wir werden neue Scheiben machen. Da habe ich welche gesehen. Das werden wir zuerst machen. Weil unheilvolles Banner brauchen wir jetzt nicht. Die nehmen wir auch mal mit. Wo ist denn unser Eisen hin? Ist das roher Lachs? Nehmen wir mit. Bruchstein nehmen wir mit. Neue Rezepte. Ich weiß jetzt nicht warum. Warum der die gestrichen hat letzte Mal. Wo ist das Eisen hingekommen? Guck mal, Essen haben wir hier auch noch. Also bei mir ist die Musik unheimlich laut, aber ich lasse es so, weil ich habe es in den Aufnahmen jetzt mittlerweile gelernt, dass es da leiser ist. Pass auf. Wo ist das Eisen? Ups, wo ist das Eisen? Ich weiß, dass wir eine ganze Menge Ironore hatten. Roil nehmen wir auch mit. Ach, hier hatte ich auch schon welche drin, guck mal. Die brauchen wir, die brauchen wir. Das brauchen wir. Ach, so sieht das. Oh Mann, ja, ich hab's gesehen. Entschuldigung, Entschuldigänse. Aber müssen wir hier nochmal anfangen. So, es tut mir leid. Ich habe ganz andere Dingens gesucht. Was ist das? Achso, die Gerösteten. Wir müssten viel, viel mehr Eisen haben.
31 Eisen. Da kommen wir jetzt, kommen wir der Sache schon näher. Nee, das ist, sind die Fressalien. Wir gehen mal eben nach. Guten Tag. Haben wir hier noch was reingeschmissen? Da war nur Holz, ne? Ja. Wie heißen die? Ach, Fichtenholztruhe. Das ist die Holztruhe. Die wollte ich eigentlich nicht. Wir gehen mal nach oben. Haben wir hier was? Ich meine, hier hätten wir was reingeschmissen, ne? Kann ich mich jetzt aber auch vertun? Ich hoffe nicht. Da, die sehen auf jeden Fall besser aus als die. Haben wir hier draußen noch Eisen drin? 13 haben wir hier noch. Gut, pass mal auf. Wir haben keine Spitzhacke mit. Ja, wir machen uns drinnen Ofen neu. Ich lasse den mal hier stehen. Wir könnten uns auch einfach hier einen wegnehmen. Nein, okay, wir machen uns einen neuen Ofen für die Küche. Da würde ich ganz gerne diesen Eisenofen ausprobieren. Mal nur mal, um zu schauen, wie er aussieht. Hier ist auch nichts, ne? Ich verstehe es gerade nicht. Wir hatten doch, oder habe ich das ins Haus geballert? Ich gucke hier eben noch mal durch. Wie gesagt, und wenn jemand weiß, für was dieses Level-System ist, was da läuft, bitte einfach mal hemmungslos in die Kommentare reinhauen. Weil ich weiß es nicht. Ich habe die Mod nur eingefügt. Hier haben wir noch ein Geschenk. Leinen. Eimer brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, wir gehen erstmal rüber. Vielleicht haben wir hier noch was. Wir haben mehr als 5. Ach, wir haben 45 Eisen. Okay. So, warte mal. Haben wir hier noch was an Eisenvorräten? Roheisen. Ziegel. Okay. Roheisen. Lassen wir das erstmal so, wie es ist. Hier haben wir nochmal Eisenklumpen. Warte mal, haben wir nebenan noch Eisenklumpen? So, warte mal. Dann brauchten wir jetzt den Eisenofen. War das Eisen oder Iron? Was ist das denn hier? Ach, wir haben auch Brücken jetzt. Wir können ohne Ende Brücken machen. Eisenblock. Ne, pass auf, wir machen das anders. Ich gehe nochmal eben ganz kurz die, die Dingens hier durch. Da ist er. Iron Furnace. Und ein Ofen in die Mitte. Okay. So, dann brauchen wir jetzt erstmal den hier. Iron drumrum. Ich sollte vielleicht erstmal einen Ofen machen. Das könnte helfen. Wie gesagt, ich bin einfach nur neugierig, wie es aussieht. Und den stellen wir jetzt erstmal hier. Okay, ich hasse das mit der Musik. Es tut mir leid. Ich hätte auch mal Kohle mitnehmen. Haben wir noch Kohle hier? Ja, haben wir natürlich. Obwohl, so natürlich ist es nicht. So, pass auf. Dann schmelzen wir jetzt erstmal das Eisen. Und gleichzeitig gucke ich mal, ob das geht hier, wie ich das vorhabe. Nein, das sind die nicht. Wie gingen die? Die wollte ich machen hier. Hellgraue Scheibe. Dafür brauchen wir hellgraues Glas. Und wie macht man hellgraues Glas mit hellgrauem Farbstoff? Und den gewinnt man aus Dry Shrub. Okay, oder Azur Bullets. Oh Gott. Aua. Gehen wir mal eben kurz pennen. Weil hier fehlt nämlich auch eine Scheibe. Das ist unglaublich. Und es ist mir nie aufgefallen. Das ist Wahnsinn. So, dann werden wir jetzt erstmal haben wir, wie hießen die Dinger? Azur? Hellgrauer Farbstoff wird aus Dry Shrubs oder Azur Bullets. Ich glaube, wir müssen reisen. Mm-mm. Müssen wir noch nicht. Wir machen erstmal die Wände dann. Wie gesagt, diesmal habe ich keine Chance, mich zu drücken. Ich möchte das auch gar nicht. Eigentlich schon.
Aber hey, es muss gemacht werden. Es hätte ja sein können, dass wir die irgendwo mal aus Versehen eingesammelt haben. Aber das haben wir nicht. Was war das für ein Buch? Verzaubertes Buch Seelenbindung. Ich muss mir gleich nach der Aufnahme sowieso erstmal die Soundqualität anhören. Weil ich befürchte, dass ich die Aufnahme nochmal machen muss. Seelenbindung, Seelenbindung. Kann ich ja noch für Schaden machen. Oder warte mal, machen wir... Warte mal. Also passend zu dem Türkise, hellgrüne. Wie machen wir die denn? Hellgrün, hellgrüner Farbstoff. Okay, haben wir was, um grünen Farbstoff herzustellen? Guck mal, da haben wir auch noch eine Zwiebel. Einfach mal, um zu gucken, wie es aussieht. Können wir auch gelbe Scheiben machen? Ja, gelber Farbstoff. Wie macht man die? Ja, wir brauchen überall diesen Farbstoff. Ich weiß nicht, warum man... Ja... Komm, wir verschieben das Glas erstmal, wenn wir auf und nach uns... Das machen wir dann nach unserer Reise. Wir fangen jetzt erstmal hier mit den Wänden an. Dafür fangen wir hier unten mit der Küche an. So, pass auf. Wir versuchen mal was. 1, 2. 1, 2. Jetzt haben wir hier einen Zweierdurchgang. Wir müssen ein zurück. 1, 2, 3, 1, 2. Ist ein bisschen asymmetrisch, aber stört mich jetzt in der Tat tatsächlich mal nicht. Haben wir auf wenigstens, ich hab auch nicht auf das Fenster geachtet jetzt. So, pass auf. Wir nehmen die Ketten. Machen hier 1. Scheiße. Obwohl, die kann ruhig hängen bleiben. Jetzt brauchen wir Slabs. So, jetzt müssen wir gucken. Ich brauche Erde. Jetzt habe ich natürlich nach dem Terraforming die Erde alle weggeklatscht, weil es kam mir schon wie Cheaten vor, also wollte ich es nicht. So kommen wir hier dran. Gut, jetzt brauchen wir einen Flower Pot. Warte mal, gab es die nicht? Oh, ich muss mal Glas eben rausnehmen. Gab es die nicht auch hier? Okay, pass auf, wir machen mal was anderes. Achso. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Warum schreibt er jetzt nicht hier drin? Flower Pot. Large brauchen wir nicht. Small, wir nehmen mal einen Smallen. Achso, dafür haben wir die gebraucht. Gut, pass auf, ich habe das Ding aber mittlerweile auf Deutsch gestellt. Blumentopf, da. Ah, das ist von Minecraft. Ah, ich verstehe. Pass auf, wir machen mal eben Blumentöpfe. Wir hatten Steinziegel, habe ich hier gesehen. Deshalb hatten wir die jetzt. Ich erinnere mich. So, 1, 2, 3. Mach mal sofort 3 Stück davon. Nein, 4. So, dann passt das nämlich. Jetzt brauchen wir natürlich auch Flowers, die ich passenderweise gerade draußen gelassen habe. Ach, Mann. Ach ja. Jetzt ist aber die Frage, welche Blumen passen darin. Wir nehmen mal den mit, den mit. Komm, wir nehmen die alle mit. Haben wir noch andere Blumen? Ne, die haben wir hier. Wir müssen bald mal auf eine Blumenjagd gehen. Wir müssen so viel suchen noch. Rot ist eigentlich immer schön. Mohn, haben wir keine Rosen? Also auch Mohn. Wieso haben wir keine Rosen? Wieso habe ich noch keine Rosen gesucht? Ach so, mir fällt gerade was ein. Moment, eins wollte ich noch zeigen. Und zwar habe ich, um jetzt nicht die ganze Erde zu verschwenden, müssen mal ein ganz kleines Stückchen laufen. Ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. War halt nur, um Erde loszuwerden. Level 13. Habe ich hier vorne, da sieht man es so ein ganz klein bisschen angeglichen. Ich habe den hier minimalst verkleinert. Also ich glaube, ja, ab hier war das. Ich glaube, so hier die Ecke habe ich zugemacht, damit es ein bisschen... Ich glaube, wir werden den hier auch komplett noch zumachen. Irgendwann, wenn wir mal genug Erde dafür haben.
Ich weiß es aber noch nicht, dass wir halt nur den See hier haben. Und ich muss mal eben was schauen. Wird's dunkel? Ist ja auch egal. Wir sind jetzt eher auf Pissful. Den nehmen wir weg. Also hier noch so ein bisschen Terraforming betreiben. Aber das schieben wir so ein bisschen vor uns hin. Oder schiebe ich so ein bisschen vor mich hin. Weil dafür brauchen müssen wir eine Menge Erde klatschen. Und ich denke mal, das machen wir aber dann in der Aufnahme so immer so nebenher, wenn wir mal Erde finden. Oder wo wir sowieso was verhindern und sammeln die Erde dann erstmal. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich nehme die auch mal mit. Oder die jetzt eingesammelt? Ja, was? Eisenklumpen? Blaue Orchideen, sehr schön. So, dann muss ich aber unten an dem Dings noch was ändern. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Obwohl für die Küche? Warte mal, wir probieren mal was. Flowerpots da und dann nehmen wir die. Erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich das möchte. Ja, schön. Es funktioniert, das heißt, wir können den Flowerpot einen nach da. Ach, wir haben ja hier nur einen Mist. Pass mal auf, wir machen das. Ich mache mir mal eben eine Eisenspitzhacke. Hab ich Eisen mit? Oh, wir sind schon wieder komplett voll. Warte. Ich brauche eine Spitzhacke. Habe ich keine Spitzhacken mehr? Doch, meine ich doch. Ist aber jetzt Eisen, ne? Ja. Das ist nämlich anders hier. Aber warte mal, da brauchtest du die Axt für, ne? Nö. Kannst du auch mit dem hier machen. Geht genauso schnell. Wenn wir die jetzt wegnehmen. Alter. Boah, wie lange das dauert. No Tool? Geht das dann schneller? Ja, da nehmen wir gar nichts für. Ich weiß nicht, warum das jetzt so lange dauert. Aber das ist im Moment auch gerade nicht so wirklich relevant. Oh jo. Ich hoffe, das ploppt jetzt alles weg. Das wäre schön. Aber so viel Glück werden wir nicht haben. Alter, wie lange das... Doch! Sehr schön. Dann machen wir das hier nochmal. Und dann werde ich gleich mal hier ein ganz schnelles Päuschen machen. Werden wir mal eben die Soundqualität anhören. Und dann hören wir uns oder sehen wir auch immer, wir uns morgen wieder. Naja, gut, kann man jetzt mit leben. Ich weiß nur nicht, warum es so lange dauert. Wir haben die doch mal schneller weggekloppt, oder meine ich das? Letzte Aufnahme ist auch schon wieder so lange her. Eine Woche. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich sammle mal eben kurz die Lantern ein, die er nicht einsammeln möchte. Mach den mal dahin. So, schwuppdiwupp. So, ich mache mal eine kurze Pause. In diesem Sinne, bis morgen.